Ich glaube, die Jungs haben alles gegeben, aber wir haben auch gesehen, dass uns Energie fehlt. Die Jungs waren einfach vom Energie nicht ganz da und dann macht man die Freien nicht. Das ist da auch so ein Signal, wenn man müde ist. Wir haben ein überragendes Turnier gespielt, aber wir haben es heute auch eben aufgrund der Verletzung von Steffen Weinhold und auf der anderen Halbposition von Paul Drucks es nicht geschafft, diesen Spirit aufs Feld zu bringen. Wir haben vorne viel zu viele einfache Fehler gemacht, die automatisch zu Gegenstößen geführt haben. Wir wissen, Kroatien ist eine Weltklasse-Mannschaft, die auch hier in dem Turnier ohne weiteres Weltmeister werden könnte. Und in der Summation der Dinge haben wir einfach zu viele Fehler gemacht und zu viele freie Bälle liegen lassen und auch das Spiel natürlich verdient auch in der Höhe verloren. Ich fand die ersten Minuten sehr gut von uns. Da waren Emotionen da, da war die Aggressivität in der Abwehr da. Und dann reißt irgendwann der Faden. Wir kriegen keinen Zugriff mehr auf die Gegenspieler. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften müde sind. Das ist aber normal in diesem Teil vom Turnier, ganz klar. Und vorne werfen wir dann einfach durch Unkonzentriertheiten die Bälle weg. Die Kroaten kommen so einfach an Gegenstoßtor und das ist in so einem Spiel eben tödlich. Wir haben uns dann anfangs der zweiten Halbzeit wieder rangekämpft eigentlich. Wir waren dann auf 13-13. Und haben es dann aber einfach nicht geschafft, unser Angriff strukturiert genug zu spielen. Wir haben viele technische Fehler gehabt im Angriff und haben immer wieder Kroatien zu schnellen Gegenstößen eingeladen. Und ja, so geht ein Spiel dann halt auf so einem Niveau schnell mal in 5-6 in die falsche Richtung. Und dann wird es natürlich knallhart, da nochmal dann ranzukommen. Ja, jeder muss sich bewusst werden, dass hier morgen um alles geht. Das ist richtig. Und ich glaube, da darf kein Zweifel aufkommen, wie man sich dafür motivieren muss.